machst du? Ja, wir sammeln Punkte, als ob es Flensburg wäre. Aber halt debadged. Und was war das jetzt? Wow, ein Chiron haben wir gespottet. Wer hätte das gedacht? Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht's? Was steht? Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist der I-Pace gewesen, glaube ich, der Elektro-Jaguar. Und da wir dieses Auto jetzt schon gesehen haben, kommen wir auch gleich zum Thema des Videos, was ich mir geniales überlegt habe. Und zwar, wir fahren ja oft durch die Stadt und ich behaupte einfach mal, dass in der Stadt München ein paar sehr luxuriöse Autos rumfahren. Aber wir haben die noch nie so richtig gezählt. Und genau das machen wir heute. Wir fahren einfach zu den Hotspots, also Maximilianstraße in diesem Fall. This is so bad, man, jedes meiner Videos besteht einfach nur daraus, dass ich zur Maximilianstraße fahre. Aber hey, diesmal hat es Sinn, warum wir da hin fahren, okay? Irgendwo hier wird jetzt auch ein Counter sein. Der wird dann immer so ein Dinggeräusch machen. Wenn wir ein fettes Auto sehen, können wir auch schon gleich eigentlich eine Nummer hinschreiben wegen dem I-Pace. Weil der sieht vielleicht nicht fett aus, ist aber fett. Und vom Preis her ist der genauso fett. Ach Mann, warum habe ich einen Hoodie angezogen, Digga? Ah, eine S-Klasse. Ja, auch wenn sie gemietet ist, das zählt. Meine Fresse, wir sind noch nicht mal annähernd in der Stadt angekommen und schon drei Autos. Ja, ein Q8 können wir auch zählen. Ich weiß halt echt nicht, welche Autos ich da reinzählen soll. Weil rein theoretisch der XC90 hier vor mir ist halt auch ein fettes Auto. Wobei, das ist halt ein altes Modell, aber wenn es jetzt der neue wäre, das wäre ein Viech. Ist es der M5? Tatsächlich. Ein Q7? Ein A8, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich lasse nicht jeden Porsche da reinziehen, weil ansonsten dauert das Video ja 5 Stunden, oder? Ach, was weiß ich, Mann, der Counter sieht wahrscheinlich komplett abgefuckt schon aus mit allen möglichen Autos unten. Ein GLC, AMG, oder? Alles klar. Und ein CLS 63. Ein GLS habe ich jetzt komplett vergessen zu wählen, GLS 400D war es. Ja, Bruder, passe ich noch zwischen euch fast vorbei. Jalla, komm, komm. Ein M6. Safe echt, oder? Das, ich bleib einfach jetzt stehen. Ja. Was machst du? Vollidiot. Das ist ein Touareg. No joke, ich finde den geiler als den Q7 und der kostet einfach viel weniger. Also da kann man mir sagen, was man will, aber von innen ist der Touareg eine 1 Plus mit Sternchen. Da ist ein 911er. Und da ist noch eine S-Klasse. Für G-Klassen brauche ich auch ganz ehrlich einen eigenen Counter. Es gibt so viele, wie gesagt, gibt es wie Sand am Meer. Irgendwo wurden die mal verschenkt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und da vorne ist ein GLE. Ah, der GLS ist auch da. Können wir auch gleich noch einen Punkt sammeln. Ja, wir sammeln Punkte, als ob es Flensburg wäre. Könnte ich den Golf überholen? Ja. Will ich das? Nein. Ein 7er BMW. Das meine ich jetzt zum Beispiel. Das ist kein Supercar gewesen. Das ist kein heftiger Sportwagen. Es ist kein Luxusauto. Das Ding war aber wahrscheinlich das teuerste Auto, was wir bis jetzt gesehen haben. Na, da steht ein Maybach. Oder? Ist das ein debadged Maybach? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine fette S-Klasse. Von daher ein Punkt. I8 und Aston Martin. Und noch ein I8. Ah, da ist wieder der krasse. Einfach, ich habe den AMG da hinten nicht bemerkt. Bis zum Ende. Genau, jetzt ist grün-weiß. Ich wollte mir den anschauen. Ich glaube schon, dass das ein Maybach ist. Aber halt debadged. Und was war das jetzt? Alles klar, Digga. Ganz ehrlich, bis jetzt das Highlight für mich war der S2000. Boah, ein S2000. Junge, wie geil. Ich finde dieses Auto so fresh, Mann. Ich finde es auch so scheiße, dass Honda den nicht mehr baut. Steht jetzt der neue Q7.
So, und ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass der besser aussieht als der Touareg. Der Touareg sieht einfach aus wie ein Monster im Vergleich zum Q7. Schaut euch den doch an. Ein F-Type, der V8? Ich glaube schon, die vier Auspuffrohre waren der V8 immer. Oh nein, es tut mir leid, Duke-Fahrer. Aber es gab bis jetzt noch nicht so ein Auto, wo man so echt sagen konnte, Bruder, also da muss ich im Vollsprint los. Ach, bist ja den Kindern gönn. Safe echter Abt, oder? Lauf, 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 lauf. Lass mich nur ganz kurz vorbei, ich will eh nach links. Jo. Wie sah denn die bitte aus, Mann? Oh, sorry. Sorry, ich wollte nicht hupen. Ich wollte meinen Blinker ausmachen. Ich bin auf die Hupe gekommen. Jo. Ja, das ist mir davor gar nicht aufgefallen. Ja, komm, der kommt auch in die Liste rein. Ist mir egal, Mann. Liste ist eh schon komplett am wahrscheinlich. Ja, der sieht schon gut aus, der Stelvio Quattrofoglio. Weil der ist halt noch so ein bisschen kantig. Der normale Stelvio ist mir viel zu rund. Ein C63-Kombi. Und noch ein Porsche. Die Porsche kann ich halt nur einschätzen, welcher wie viel da kostet. Die sehen für mich alle so gleich aus. Da ist aber ein GLE und von dem weiß ich, dass der brutal teuer ist. Und ich weiß auch, dass der brutal geil zu fahren ist. Jetzt beenden wir das Video mit einem ganz, ganz, ganz zufälligen Fund. Ullalalalalalala. Wow. Das war eigentlich nicht das, was ich gesucht habe, aber ich werde nicht Nein dazu sagen. Wow, ein Chiron haben wir gespottet. Wer hätte das gedacht, dass hier ein Chiron steht? Mensch, hatten wir richtig viel Luck heute. Der Chiron kriegt einen extra Counter, so Chiron-Counter, was weiß ich, Mann. Keine Ahnung, wie ich das Counter überhaupt machen werde. So, jetzt schnell Verabschiedung, weil jede Minute stirbt der Akku. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, YouTube. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Mich supportet, euch schadet es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gesund. Yalla.